Ja, hallo und willkommen zurück. In diesem Video geht es einerseits um die Wiederholung der kleinen Lösungsformel und andererseits um die Berechnung der Lösungen einer quadratischen Gleichung anhand dieser kleinen Lösungsformel. Ja, und die erste Aufgabe lautet: Erinnere dich mal, wie hat die kleine Lösungsformel gelautet? Im Prinzip ist das die Frage danach, wenn du eine solche quadratische Gleichung gegeben hast, wie du dann auf die beiden Lösungen kommst. Und jetzt die Auflösung. Da musst du ganz einfach rechnen, minus b halbe plus minus die Wurzel aus b halbe zum Quadrat minus q. Dann hast du im Prinzip die beiden Lösungen der quadratischen Gleichung. Es gibt genau drei Voraussetzungen, um diese kleine Lösungsformel anzuwenden. Das eine ist, es muss eine quadratische Gleichung sein. Das andere ist, die quadratische Gleichung muss so dastehen, dass auf der einen Seite 0 und auf der anderen Seite alles andere steht. Und die dritte Voraussetzung ist, dass das x² alleine stehen muss. Also es darf nicht dastehen 3 mal x² oder 5 mal x² oder 25 mal x². Wenn das der Fall ist, musst du die Gleichung so umformen, dass eben hier quasi das x² alleine dasteht. Ja, dann stürzen wir uns gleich auf das nächste Beispiel. Achtung, eben das x² steht nicht alleine. Du musst es also zuerst so umformen, dass du die kleine Lösungsformel anwenden kannst. Geht schon? Okay, also alles, was nicht 0 ist, steht auf einer Seite. Das ist schon mal okay. Und es ist eine quadratische Gleichung, denn die höchste Potenz ist ja das x². Allerdings müssen wir diese Gleichung noch so umformen, dass das x² alleine dasteht. Was machen wir? Genau, wir dividieren ganz einfach durch 2. Denn dann hätten wir hier 2x² durch 2, das ist x². Damit hätten wir unser Ziel erreicht. Achtung, nachdem wir die ganze Gleichung durch 2 dividieren, müssen wir natürlich auch das 8x durch 2 dividieren, haben also 4x. Und das minus 42 durch 2 dividieren, dann haben wir, Achtung, minus 21. Und nachdem es eine Gleichung ist, müssen wir natürlich auch auf der anderen Seite durch 2 dividieren. Hier haben wir aber das Glück, dass da 0 steht. Das heißt, 0 durch 2 ist natürlich 0. Das heißt, der erste Schritt muss sein, diese quadratische Gleichung in diese Form zu bringen. Und wenn du das geschafft hast, musst du jetzt nur noch p und q ablesen. Weißt du, was das ist? Genau, p ist die Zahl, die mit x multipliziert wird, also 4, und q ist die Zahl, die übrig bleibt. Achtung, es ist nicht 21, sondern minus 21. Und jetzt müssen wir ganz einfach diese beiden Zahlen in diese Formel einsetzen und bekommen ganz einfach auch dann das Ergebnis. Ich werde mal den Schritt einblenden, wo wir das Ganze eingesetzt haben. Also wir haben minus 4 halbe, das ist minus 2, genau, plus minus die Wurzel aus 4 halbe, das ist 2 zum Quadrat, ist 4, minus minus 21, das ist dasselbe wie plus 21, genau. Also wir haben hier eigentlich stehen minus 2 plus minus die Wurzel aus 25. Also 4 plus 21. Okay, und die Wurzel aus 25 ist genau 5. Das heißt, wir haben die beiden Lösungen. Genau, minus 2 plus 5 ist plus 3 und minus 2 minus 5 ist minus 7. Genau, und damit bin ich auch schon am Ende dieses Videos. Hoffentlich bis gleich im nächsten Video.